So, sehr schön. Alte Folge auch umbenannt jetzt richtig. Und wir legen mal direkt los. Alles, was wir zum Bauen brauchen, haben wir. Sollte also machbar sein. Achso, na gut, wir müssen noch diese ganzen Lehmklumpen, da diese ganzen Terrakotta-Dinger da machen. Wobei ich ja jetzt nicht weiß, ob wir die brennen müssen. Macht eigentlich Sinn? Danke schon. So, schauen wir mal. Dachziegel. Ah, genau, kochen. Gut, bei Dachziegeln spricht man zwar eigentlich nicht vom Kochen, sondern von Brennen, aber ja. Das einmal so dahingestellt. Ansonsten die Dinger können wir einfach direkt machen. Dann machen wir davon erstmal einen Schwung. Dann backen wir die alle schnell in unserem super elektronischen Highspeed-Ofen. Dann passt das Ganze schon. So, also Lehm. Da. Danke. Gut, die nächste Frage ist, wie viel bauen wir? Wir brauchen für ein so ein Ding brauchen wir 4 Stück. Wir haben eine Dachfläche von 25. Drumherum haben wir nochmal 24. Das heißt, wir brauchen eigentlich, ja, gerade mal 49 davon. Für eins davon brauchen wir, ach komm, jetzt 4 Stück. Easy. Also knapp, also ja, 200. Beziehungsweise sogar ganz genau 196. Das sollte also passen. So, für 196 brauchen wir 196 mal das hier. Ach du Scheiße. Achso, nee, okay, wir bekommen immer gleich 8. Na gut, dann wird es aber mit 196 nicht klappen, dann haben wir doch nur 200. Dann bleiben halt 4 übrig. Danke. So, das Ganze müssen wir 25 Mal machen. So. Sollte also relativ schnell geschafft sein. Hält, wo ist der Eimer? Da. So, so, so. Dam, dam, dam. Ja, halt, so. So, damit haben wir die Hälfte schon fertig. Halt, was ist geschehen? Was ist passiert? Bald haben wir es geschafft. 60, noch dreimal oder so. Oder viermal. Jetzt noch dreimal. Yeah. So, noch zweimal. Oh mein Gott, oh mein Gott. So. Und noch einmal. Ja genau, das reicht nämlich gerade so, wären viel zu wenig. Das heißt, wir müssen viel zu viel machen. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Das können wir hier direkt wieder zurückwandeln. So, bleiben 3 Stück übrig. Ja. Dann machst du nichts.
Außer heulen. Die kommen noch da. Der Schunddarm kann hier mit rein. Holz lassen wir erstmal. Und jetzt müssen wir alles brennen. So, mache ich mal fest. Kannst du bitte... Oh mein Gott. So. 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 Fertig. Ich bin gespannt, wie viel Energie wir jetzt brauchen. Oh ja. 603. Ach ne, 2000 verbrauchen wir. Und wir haben 600, das heißt, unsere Batterien werden tatsächlich gebraucht. Wie sie leer gehen. Naja, 0,3 pro Tick oder pro Step oder wie auch immer man das nennen möchte. Zum Glück sind die Dinger ja verdammt schnell. Es geht ja hier Rüste schon sind sie fertig hier. Ja. Halt, das war zu früh. So. Beziehungsweise nicht zu früh, sondern hat mich verklickt. Okidoki. Dachziegel schön, Dachziegel fertig. Jetzt werden die zu Brettern, zu diese Dinger da kombiniert. Einmal so. Perfekt. Wie gesagt, eins bleibt übrig, aber ist halt so. So, jetzt brauchen wir hier erstmal primär Platz. Da mache ich... Wir haben eine Grundfläche von 5 Stück. Das heißt, wir gehen hier 6 nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schön und hier auch. So, mal gucken, wie wir hier das Beet. Lassen wir es einfach so oder verbinden das sogar noch? Ne, komm, wir lassen erstmal so. So, du musst weg. Okay, jetzt überlegen. Wir brauchen. Gott, wie soll das funktionieren? Weil die Tür kommt nach innen, aber die Platten gucken ja nach oben. Das heißt, die Tür müsste auf das Feld, wo auch die Platte ist. Das funktioniert doch gar nicht. Genau, die Platte guckt nach oben. Aber an die gleiche Stelle müsste die Tür... Ich meine, bei den anderen Dingern, ne, hier kann man die Dinger von außen ran klatschen, das ist kein Problem. Außer, dass wir hier die ganzen Sachen hier wegmachen müssen. Gucken wir mal nach. So, erstmal hier so, da bekommen wir die mittleren Dinger. Machen wir mal 20 Stück. Und dann, wie bekommen wir jetzt die anderen? Nein. Okay, gut. Also hier 20 Stück. Jetzt müssen wir hier nochmal 20 Stück machen und dann haben wir quasi alles. So. Das funktioniert. Das können wir einfach. Och nö, ne? Was soll? Was haben die sich denn dabei gedacht? Das macht ja hart überhaupt. Das, oh Gott. Ich dachte, die Dinger liegen hier irgendwie an. Vor allem, wie willst du so um die Ecke bauen? Schnauze. Ja. Das, was zur was? Habe ich irgendwas übersehen? Nö, sind die einzigen, die es gibt. Okay, das ist offen gesagt total dämlich. Wer kommt auf so eine Idee? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Nee, du, das macht überhaupt keinen Sinn. Sinnvoll wäre es halt gewesen, wenn die jetzt quasi nicht hier in der Mitte sind, sondern halt hier hinten dran anliegen, da so. Weil, ne, da hätte man quasi hier von vorne gegenbauen können, da von der Seite gegenbauen können und dann wäre es ideal gewesen. Aber so sind die in der Mitte, bis dahin reicht keine Matte, weil es gibt keine halben Matten, die reinreichen. Das heißt, man hat immer eine Lücke und es gibt auch keine Eckteile.
Und wer jetzt denkt, ja, da kannst du einen Baumstamm hinbauen, nee, ist nicht. Die eine Wand grenzt genau an die andere Wand. Genauso sind die Gebäude gebaut. Aber das ist hier überhaupt nicht möglich. Wer macht denn so einen Mist? Können wir die Dinger vielleicht ein bisschen zusägen? Wäre witzig, wenn wir damit ein bisschen tricksen können, aber ich glaube nicht, dass das geht. Weil das auch technisch gesehen nicht wirklich Sinn macht. Nee, geht doch nicht. Nee, akzeptiert er nicht. Gott. Das ist jetzt. Ja. Also, krieg ich einen Anwalt? Irgendwie? Ja, dann hat sich die Sache wohl direkt mal erledigt. Das hat ja mal gar nicht funktioniert. Aber, ich meine, die müssen sich doch nicht mehr irgendwas gedacht haben. Die müssen sich doch hier irgendwas gedacht haben dabei. Die Matten machen so überhaupt keinen Sinn. Da ist eine Lücke dazwischen. Gut, damit wäre dann der Plan der japanischen Hütte schon mal direkt gestorben. Ja. Gut, die ganzen Sachen können wir auch leider nicht zurückbauen. Das heißt, wir schmeißen die in irgendeine Kiste und verbrennen direkt die gesamte Kiste. Hä? Einmal rundherum? Ja, lol. Deswegen sind auch die Dinger immer so komisch. Aus dem kannst du den machen, aus dem kannst du den machen und aus dem kannst du wieder die machen. Lol. Sehr interessant. Gut, eigentlich haben wir so einen formschönen Wandschrank. Da können wir unsere ganzen verzweifelten Taten einfach reinschmeißen. Und niemand wird sie je wieder sehen. Ist das nicht schön? Oh Gott. Was ist geschehen? Was ist passiert? Gut, da können wir direkt die Beete wieder anpflanzen. Wunderschön. So, das Papier packen wir mal hier oben rein. Blaubeeren packen wir mit in den Kühlschrank. Da bleiben sie schon lange frisch. Halt, nein, Blumen kommen. Warum sind hier Blumen drin? Ach nee, doch, halt. Alles gut. Blumen kommen hier mit rein. In die andere Kiste kann man nur die Farbe. So, ich würde mal sagen. Nein. Schön großzügig platzieren, damit die auch gut wachsen. Ja. Würde passen. Ja. Keine Ahnung. Jutschen, dann wäre jetzt die Frage. Dann würde ich tatsächlich mich erstmal wieder ums Hotel kümmern. Du kommst da rein. Apfel können wir durchaus mal ein paar essen hier. So. Du kommst noch da. Der Eimer kommt aufgefüllt. So und so. Jutschen, so, beim Hotel. Was? Da war ja zuallererst mal die Lichtschaltung. Da müssen wir auf jeden Fall in der unteren Etage gucken, wie wir das Ganze da realisieren. Wir gucken erstmal, denn, was wir da brauchen. Ich meine, wir könnten jetzt quasi schon Mesekon mitnehmen, ja, aber ganz ehrlich,
Wir werden definitiv noch mehr brauchen. Von daher müssen wir so oder so nochmal zurückgehen. Machen wir also erstmal eine schöne Bestandsaufnahme. Warum ist die Tür hier offen? Ein Brecher? Zwei Brecher? So, genau. Hier fehlt nämlich noch alles. Jetzt muss ich mal, ist der Boden 2 hoch oder nur 1 hoch? Der Boden müsste. Okay, also der Boden geht hier tatsächlich dahin. Und dann ist er wahrscheinlich. Ja, doch, genau, ist 2 hoch. Ist 2 hoch. Okay, okay. Aber auch 2 hoch ist zu wenig. Weil hier die Lampen, die gehen ja in den Ding. In das Ding rein. Was hat sich der liebe Ronny hierbei gedacht? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Die Lampen müssen da unten rausgucken. Und hier sind sie richtig, richtig eingelassen. Mese. Mese ist alles Käse. Meselampen, sind das die Blöcke? Nein. Genau, hier Lightstone. Ah, okay, okay. So. Lightstone. Kann man Lightstone zuschneiden? Nee, Quatsch, nee, geht nicht. Da müsste der hier bereits mit auftauchen, ne? Weil hier sieht man ja die ganzen Platten. Aber bei den Lightstone ging nämlich genau das nicht. Das heißt, die würden halt den gesamten Block rausgucken. So eine kleine Dinger können wir auch nicht benutzen, weil die nicht komplett abschließen. Das heißt, da würde man die Decke durchsehen. Also da würde man in die Decke reingucken können an den Rändern. Das sieht also auch kacke aus. Tja, das Einzige, was man zusehen kann, sind die Dinger hier, aber die reagieren leider nicht auf Mese-Signale. Okay. Das. Oder wir ziehen hier oben noch einen künstlichen Fußboden rein. Das wäre aber auch kacke. Gut, jetzt können wir natürlich tricksen, dass wir einfach sagen, okay, wir legen hier quasi einen Teppich aus und überdecken das Ganze dann quasi mit dem Teppich. Dass wir damit quasi ein bisschen optisch cheaten. Die Sache ist aber, der Teppich, da kann man durchfallen, oder? Der Teppich ist nicht begehbar. Vor allen Dingen Teppich. Würde das hier drin gut aussehen? Weil der könnte hier gerade mal 2 breit sein. Gut, oder hier noch 3 breit sein, weil hier ist ja ein Stuhl und das heißt, ne, da müssen wir den Stuhl wieder wegnehmen. Vor allem auch das reicht gar nicht aus, weil die Meseleitung muss ja irgendwo hinweggehen. Das heißt, die muss ja wieder in die Richtung weggehen oder in die Richtung weggehen. Das heißt, entweder würde man sie dann unten sehen oder hier oben sehen. Alter. Wer macht denn so einen Scheiß? Gut, ich habe noch eine andere Idee. Wir hängen unten die Decke ab. Geht das? Wir vertiefen quasi die Decke. So eine ganz dünne Platten. Das geht natürlich nur, wenn die Decke komplett frei ist, ist sie. Das ist sehr... Ach scheiße, geht ja gar nicht. Die müssen noch Schalter rein. Tja, da müssen wir uns auf jeden Fall was überlegen. Wie soll das funktionieren? Okay, wir können doch mit diesen WLAN-Dingern arbeiten. Aber ich glaube, die sind ganz schön teuer. Ach nee, geht eigentlich voll. Man bekommt sogar gleich 2 Stück davon. Das natürlich, dann geht das sogar. Dann arbeiten wir hier wirklich mal hier mit. Da haben wir quasi immer einen Schalter, daneben sind dann so ein Wireless-Ding. Und dann haben wir oben die Decken. Dann hängt die Decke quasi ein bisschen runter. Dann gehen allerdings die Lampen in die Decke rein. Boah, Alter, das ist ja... Holy moly. Kann ich das hier nicht einfach erstmal irgendwo probehalber so aufbauen und gucken, ob es funktioniert, so wie ich mir das denke? Eigentlich müsste es klappen. Ich wüsste jetzt zumindest nicht, warum es nicht klappen sollte.
Dann haben wir quasi, hier zum Beispiel immer so einen Schalter, beziehungsweise hier müssen wir quasi draußen so eine Abdeckung machen. Das sieht aber scheiße aus. Das heißt, ich würde die Schalter wirklich auf hier hin machen, hätte man quasi hier so eine Abdeckung drüber. Das dürfte nicht so schlimm aussehen. Fällt auf jeden Fall weniger auf, als wenn ich das hier draußen machen würde. Okay, dann machen wir das Ganze so. Das heißt, wir haben 6 Zimmer. Ich brauche also 4 WLAN-Dinger. Kann man die WLAN-Dinger eigentlich direkt neben der Lampe platzieren oder muss da ein Draht zwischen sein? Können wir dann mal ganz kurz ausprobieren. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall so eine dünne Betonplatten als Abdeckung. Da brauchen wir 2 Stück pro Raum. Das heißt insgesamt 12 Stück, weil wir haben ja noch 6 Räume vor uns. Wir haben sogar noch ein paar. Sehr schön. Wir brauchen noch 7 Stück. Brauchen wir noch. Lass mich durch, ich bin Arzt. 7 Stück brauchen wir noch. Was? Danke. 16. Platten. Na eben, ist ja dann quasi das gesamte Ding. Na gut. Bleibt ja eh nichts übrig. Da es ja im Moment leider eine Verschwendung ist. Aber gut, was willst du machen? So, dann brauchen wir diese WLAN-Dinger. Da brauchen wir Mesecon und diese weißen Lichter. Mesecon haben wir. Weiße Lichter hingegen haben wir nicht. Ach so, einfach Start runter. Ja, wie schön viele Kreuzstäbe wir jetzt gerade verbraucht haben. Für nichts und wieder nichts. Das ist ein bisschen deprimierend. Aber gut. Was willst du tun? Danke. So, Wir brauchen 12 WLAN-Dinger, das heißt, wir brauchen 6 so eine Rezepte. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Immer ein Repeater und ein Empfänger quasi, ne? Für jeden Raum halt. So, dann brauchen wir halt diese Meselampen. Die werden ganz schön teuer. Zumindest waren die, glaube ich. Ach, scheiße, wir hätten noch welche. Ach, egal, komm. Wir hätten sogar noch welche gehabt. So, Lampen. Meselampen. Das wären dann die hier. Da brauchen wir. Okay, wir brauchen nur sehr viel weiße Farbe. Wir brauchen, Alter, für einen so einen Block brauchen wir 3x weiße Farbe. Holy shit. Wir haben 6x4, also 24, 72 mal weiße Farbe. Okay. Du willst Krieg? Den kriegst du. Wie viel haben wir? Gar nichts. Einfach gar nichts mehr. Scheiße. Gibt es noch alternative Quellen? Nee, gar nicht. Extracting. Fertigen. Mischen. Impossible. Okay. Gut, wir brauchen ganz viele weiße Blumen. Das heißt, bei 72 brauchen wir 18. Nein, rechne ich gerade falsch. Doch, 18. Doch, 18. 18? 18? Nee. Was? Achso. Ja, bei geteilt rechnen rechne ich lieber immer nochmal. Ja, doch, 18. Bei geteilt rechnen rechne ich lieber nochmal einen Taschenrechner nach. Von geteilt rechnen war ich nie ein Freund, aber ich habe sogar richtig gerechnet. Sehr schön. So, wir brauchen also 18 weiße Blumen. 7 haben wir schon mal. Leider brauchen wir nochmal ganz viel mehr. Gut, zum Glück haben wir da damals ganz schön viele hier verteilt.
Alter, wie viele hier tatsächlich sind. Schön. Nicht schlecht. Easy. Unsere Beete damals, also hier das Verteilen der weißen Blumen hat sich echt gelohnt. Guck mal, wie viele da jetzt einfach mittlerweile sind. Alter, ist ja fast voll mit weißen Blumen. Holy moly. Sieht ja fast aus wie eine Monokultur. So, wir brauchen halt. Hilfe. Ach komm. So. Alles. So, dann brauchen wir noch Teelichter, also hier Fackeln, das da. Und Mesokon. Sollten wir eigentlich alles haben. Bop. Bop. Und wir haben. Ach, viel zu wenig Fackeln. Gut, da brauchen wir noch mal 13 Stück. Kohle. Kohle ist natürlich hier hinten. Was? Ja, komm. So, du da rauf. Dankeschön. Ach so, da kommen wir immer gleich 4 Stück mit einmal. Oh ja, okay. Halt. Was zur Hölle? Weg mit dir. So. Fackel kann man ja zum Glück nie genug haben. So, genau, einmal alles. Sehr schön. Das passt perfekt. So. Jetzt mal ganz kurz gucken. Wir brauchen auf jeden Fall noch Schalter. Diese Taster, diese Dinger da. Die hier. Da brauchen wir Cobblestone und Eisen. Bekommen wir gleich 2 Stück. Das heißt, brauchen wir nur 6-mal. 6-mal Cobblestone. Wir haben gar keinen. Danke dafür. 12-mal Eisen. Haben wir auch nicht mehr. Alter. Das ist aber heftig. Warum ist hier oben eigentlich Eisen? Hä? Wer macht denn so einen Scheiß? Danke. Bam, bam. Gott, ist ja schnell, Alter. Das ist ja nicht mal Highspeed hier. So, Cobblestone. Wisst ihr was? Gib mal her. Achso, du musst jetzt auch runter. Ha! Dankeschön. Ich hoffe, das waren jetzt auch 6. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Eugene. Danke. Aber mal wieder ein bisschen Stahlvorrat hier. So. Gut, dann sollten wir eigentlich alles haben, um die Taster zu machen. Ja. Nein? Was will denn jetzt noch? Hä? Wir haben noch Stahl. Hä? Ach, jetzt habe ich alles rausgepackt. Wow. Ich Intelligenzbestie, wo ist denn das da oben? Genau, 6-mal. Perfekt. So. Gut. Würde ich mal sagen, machen wir kurz eine Folgenpause und dann können wir nächste Folge tatsächlich anfangen mit die Beleuchtung da. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schraubendreher, müssen wir mitnehmen. Beziehungsweise das Replacement Tool auf jeden Fall auch. Sollte Sinn machen. Bis dann.